Einen wunderschönen guten Tag, ich bin Exadian und willkommen zu meinem ersten Erklärvideo. Ich erkläre euch, wie ihr am besten mit einer Lens Bowl fotografieren könnt. Ich mache das als Hobby zurzeit auf meinem Instagram-Account. Könnt ihr es nachher nachgucken, den verlinke ich natürlich unten in der Videobeschreibung. Und das ist diese Kugel. So, um die es geht. Klar, ist eine Kugel, sie rollt. Aber ihr braucht meistens keine Halterung oder so. Ihr guckt einfach auf den Tisch, ob da irgendwas hält. Wie zeige ich jetzt hier. Perfekt. Ihr könnt, ich zoome mal gerade ran, sehen, es ist gerade unscharf. Ich stelle mal gerade, geht mal näher ran und stelle mal scharf die Kugel. Merkt ihr, dass der Hintergrund leicht unscharf wird und der Hintergrund scharf. Alles, was ihr in der Lensbowl fotografiert und so, der steht auf dem Kopf. Das könnt ihr nachher drehen oder wenden. Das ist egal, das müsst ihr hinbekommen. Auf Instagram kann man die Videos auch, die Bilder auch selber drehen. Genau. Ich werde dieses Video auch auf Instagram wahrscheinlich reinstellen. Ja. Und man kann verschiedene Sachen fotografieren. Passt auf, in der Sonne, wenn ihr Sonnenfotografie macht, die Kugel wird sehr heiß nach einer Zeit, weil es eine Linse ist. Dadurch spiegelt sie das Licht wieder. Sie kann sogar wirklich Feuer machen. Ich habe das einmal lustigerweise mal gehabt. Ich habe sie in die richtige Position gemacht. Dann ist wirklich ein Blatt Papier in Flammen aufgegangen. Also passt dabei wirklich auf. So. Nehmen wir mal die Kamera mal gerade hoch. Genau. Durchs Auge wird ihr sagen, die ist immer gerade. So. Man kann damit verschiedene Punkte einnehmen. Ich gehe mal gerade mit rum. Und zeige mal gerade den Garten, wo ich wohne. Den könnt ihr einfangen. Ich mache mal gerade ein Foto. So, das werde ich auch einblenden, wie das nachher aussieht. Und ich zeige euch jetzt erstmal in einer einminütigen Idee, was man damit alles machen kann. Bis gleich. So, wir kommen gerade wieder zurück. Was braucht ihr zum perfekten Fotografieren der Lens Bowl? Ja klar, so eine Kugel, ist klar. Aber womit fotografiert man das am besten? Handy, eine Actioncam oder vielleicht eine DSLR-Kamera, Spiegelreflex, blau und blub. Es ist egal. Mit einem Handy geht das auch super, weil es eine Linse ist und das Handy scharf stellt. Ja klar, sieht es bei einer DSLR-Kamera deutlich schöner aus. Man kann damit auch filmen, wie ich gerade, zum Beispiel, ich drehe mich im Kreis und sieht auch total toll aus. Aber ihr könnt auch zum Beispiel Fotos machen. Also, sieht so aus, als ob die ganze Welt in einer Kugel gefangen wäre. So. Hier zum Beispiel mein Hund, der gerade irgendwas am Schnuppern ist. Ihr könnt natürlich die Kugel auch werfen. Was ich euch mal zeigen kann, was wirklich daraus entsteht, wenn man die Kugel perfekt wirft. So. Achso, fotografiert bitte mit der Kugel niemals in die Sonne. Das schadet der Linse, der Kamera. Ist egal, ob es dann eine Spiegelreflex oder so ist. Das mögen die Chips nicht. Auch beim Handy. Genau. Man kann Wasserfotografie damit machen und alles Mögliche. So. Was geht auch? Jetzt kommen wir zu den Special Effects, die man an der Lens Bowl erzeugen kann. Hallo, herzlich willkommen bei jetzt dem Part der Nachtfotografie. Die Nachtfotografie ist die schwerste Art der Fotografie, weil sie eben nachts ist. Nachts kein Licht und eine Lens Bowl funktioniert am besten mit Licht, wie ihr gerade seht. Mein Motor muss dafür leider jetzt auch laufen. Ist leider ein bisschen nervig. Ich brauche die Taschenlampe. Mal gerade. So.
Und zwar habe ich vor, eine Wunderkerze anzuzünden, was jetzt nichts Tolles ist. In sich. Aber durch die Lens Bowl müsste dieses enorm toll aussehen. Da die Lens Bowl wahrscheinlich zu hoch ist oder ich die Kamera zu niedrig habe, ist es ein Problem. Ich habe mehrere mitgenommen, damit man dieses Problem lösen kann. Wie ihr seht, umso tiefer die Lens Bowl brennt, umso besser wird es. So, ich baue nochmal alles gerade schnell auf und dann sehen wir es nochmal. So, ich habe nochmal alles aufgebaut. Klar, ihr seht das jetzt nicht. Hier ist die ganze Kugel. Ich zünde es mal gerade an, ich brauche dafür Licht. So, wie ihr seht, sieht das jetzt deutlich schöner aus in der Kugel. Längere Belichtungszeit. Kamera braucht auch länger dafür. Aber es sieht deutlich cooler aus. Aber ich denke, das ist noch nicht Maximum. Da können wir noch mehr rausholen. So, ich werde jetzt probieren, noch mehr rauszuholen. Das zu filmen, seht ihr, ist sehr negativ, weil man sieht eigentlich gar nichts. Schau mal hier, da ist die Kugel. Ich mache noch ein paar Aufnahmen jetzt. Zeige ich euch jetzt in einem kleinen Vorspann. Hallo, am Ende bin ich schon hier draußen, in meinem Garten und sage euch, Leute, werdet kreativ mit der Lens Bowl. Macht, was immer ihr wollt und habt einfach definitiv Spaß dabei. Ich verabschiede mich hier, euer Xadian. Peace out.